Montag und ich freue mich, dass ihr bei der heutigen Ausgabe von Lausitz TV wieder mit dabei seid. Wir starten mit guten Nachrichten vom Sport. Denn der FC Energie Cottbus konnte sich gestern vor heimischem Publikum mit 3:1 gegen den Greifswalder FC durchsetzen. Nach dem 6. Heimsieg in Folge und insgesamt 26 Punkten aus 12 Spielen steht die Mannschaft von Pele Wollitz nun auf Platz 2 der Tabelle. Mit nur 2 Punkten Rückstand auf den erstplatzierten Berliner AK ist beim nächsten Spiel sogar die Tabellenspitze greifbar. Dann muss der FC am Sonntag beim BFC Dynamo ran. Anstoß ist 13 Uhr. Für alle Sportbegeisterten, die nicht unbedingt auf Fußball stehen, gibt es ein neues Angebot in Vetschau. Denn dort soll eine Floorball-Abteilung aufgebaut werden. Beim Floorball handelt es sich um eine Mischung aus Hallenhockey und Eishockey und wird ausschließlich in der Halle gespielt. Es ist eine sehr tempo- und abwechslungsreiche Sportart, die Kondition, Geschicklichkeit und Schnellkraft fördert. Wenn ihr älter seid als 6 Jahre und Lust habt, Floorball mal auszuprobieren, dann meldet euch einfach unter den eingeblendeten Kontaktdaten und werdet vielleicht Teil des neuen Floorball-Teams im Spreewald. Am vergangenen Freitag wurde 9 Bürgerinnen und Bürgern die Ehre zuteil, von Ministerpräsident Dietmar Woidke den Landesverdienstorden verliehen zu bekommen. Sie wurden für außerordentliche Verdienste um das Land Brandenburg und seine Bevölkerung in Potsdam geehrt. Einer, der diese Auszeichnung bekam, war der älteste aktive Notarzt Brandenburgs, Gerd Werner Möhrig aus Cottbus. Ob Tag, Nacht oder Bereitschaftsdienste, an Wochenenden oder Feiertagen, Dr. Gerd Werner Möhrig lebt für seinen Job. Mit 75 Jahren hilft er täglich Menschen, versorgt sie und rettet Leben. Sein gesammeltes Wissen aus mehreren Jahrzehnten gibt er an jüngere Generationen weiter. Wir gratulieren natürlich zu dieser Auszeichnung und wünschen ihm für die Zukunft im und außerhalb des Rettungswagens alles Gute. Und wir kommen gleich zur nächsten Erfolgsgeschichte. Das Cottbuser Kindermusical war am Wochenende Teil des Europäischen Jugendmusical-Festivals. Mit dem Stück Lara und das Weinen der Sterne konnten sie vor Ort die Jury überzeugen. Denn das Ensemble erhielt einen Bronze-Award für die beste Gesamtleistung und Emily Miesler holte für ihre Rolle der Soja sogar Platz 1 in der Kategorie Beste Nebenrolle. Damit kehrt das Kindermusical aus Cottbus auch von ihrer 8. Teilnahme beim Jugendmusical Festival mit 2 begehrten Pokalen in der Tasche zurück. Und weiter geht's gleich mit der nächsten Auszeichnung, denn gestern war es wieder soweit. Im großen Saal des Cottbuser Staatstheaters wurde der Max-Grünebaum-Preis verliehen. Aber in diesem Jahr gab es noch einen weiteren Grund zum Feiern, denn die Max-Grünebaum-Stiftung beging ein ganz besonderes Jubiläum. Leo Hesse war für euch vor Ort. Passend zu seinem 171. Geburtstag feiert die Max-Grünebaum-Stiftung ihr 25. Jubiläum. Im Staatstheater Cottbus wurde sich gestern in einer berührenden Preisverleihung für Weltoffenheit ausgesprochen und 4 junge Nachwuchstalente mit dem Max-Grünebaum-Preis geehrt. Ein ganz besonderer Preis für ganz besonderes Engagement. Also es geht bei der Max-Grünebaum-Stiftung darum, junge Künstlerinnen und Künstler des Staatstheaters Cottbus und junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BTU Cottbus-Senftenberg zu fördern. Einmal durch die Max-Grünebaum-Preise, die mit 5.000 Euro dotiert sind, und die Förderpreise, die insbesondere einen Aufenthalt in Großbritannien unterstützen sollen. Die Unterstützung und Förderung von jungen Talenten aus Kunst und Wissenschaft ist für Peter Gambel, einen direkten Nachfahren von Max Grünebaum, von besonderem Wert. Dass der Nachwuchs gestern mit insgesamt 4 Preisen unterstützt wurde, war nicht ohne Grund. Also das geht auch dann zurück auf die Geschichte, weil Max Grünebaum war und seine Frau Caroline waren sehr künstlerisch begeistert. Und in der Familie seit immer sind wir auch genauso. Und die Idee, dass man irgendwas tut für die Kunst in Cottbus, war ganz toll. Also Theater sicherlich. Und dazu kam auch dann, dass die BTU doch eine wichtige Rolle in der Stadt spielt. Und wir haben auch gedacht, es wäre schön, auch nicht nur für die Kunst, aber auch für die Wissenschaft was zu tun. Und wir sind sehr stolz drauf als Familie. Wir sind sehr stolz, dass wir ein ganz klein bisschen auch für die Stadt Cottbus leisten. Und dass die Stadt Cottbus uns so empfängt jedes Jahr, das ist eine große Freude. Wir sehen die Wirkung der Preise und wie wichtig das ist, dass wir hier sind. Und wir sind hier gerne. Unter den Preisträgerinnen ist auch die Sopranistin Ketevan Shuntishvili. Seit der Spielzeit 2021 ist sie Ensemblemitglied am Staatstheater Cottbus und wird seit Anbeginn hoch geschätzt. Dass sie nun für ihre Leidenschaft einen Preis in den Händen halten kann, berührt sie sehr.
Für den Erfolg hat sie eine ganz besondere Formel. Also erstmal gar nicht daran denken, dass man ausgezeichnet wird. Also man soll gar nicht dahin arbeiten wollen. Man muss einfach seine Arbeit lieben, fleißig sein und immer wieder Geduld mit sich selbst haben. Ich weiß, es ist schwer. Das ist leichter gesagt als getan, aber Geduld mit sich selbst haben und einfach weitermachen und gar nicht erst hoffen, dass es sich was ergibt, sondern einfach sein Ding machen und versuchen, so gut wie möglich zu werden in dem, was man tut und ehrlich bei sich bleiben und die Dankbarkeit behalten. Weil ich glaube, solange wir Dankbarkeit spüren in uns, hören wir nicht auf zu wachsen und ja, das ist ein tolles Gefühl. Neben der Sängerin vom Staatstheater erhielt Clara Rellensmann den 2. Max-Grünebaum-Preis. Sie arbeitet aktuell an der BTU im Fachgebiet Denkmalpflege. Außerdem wurden 2 Förderpreise vergeben. Den Ernst-Frank-Förderpreis gewann Timi Lin Yen für ihre engagierten Leistungen im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen der BTU. Der Karl-Newman-Förderpreis ging an Annalena Hensel vom Staatstheater. Sie kümmert sich dort seit 2019 in der Abteilung PR und Marketing um die Social-Media-Präsenz des Hauses. Diese 4 Frauen durften sich am Ende der Veranstaltung einreihen in die große Gruppe der Preisträgerinnen und Preisträger der letzten 25 Jahre. Ein Vierteljahrhundert werden nun also schon junge Nachwuchstalente mit dem Preis ausgezeichnet. Das haben wir uns zum Anlass genommen und mal das Lausitz-TV-Archiv durchforstet. Wir sind natürlich auch fündig geworden und haben euch die Bilder von der allerersten Verleihung des Max-Grünebaum-Preises aus dem Jahr 1997 rausgesucht. Damals übergab Karl Newman, der Enkel von Max Grünebaum, den Preis an 2 Nachwuchskünstler des Staatstheaters. 1908 hob sich hinter diesem Gemäuer erstmals der Vorhang, damals zu Lessings Minna von Barnhelm. Und dieser Mann hatte Anteil daran. Er gilt als ein wohlwollender Förderer der Cottbuser Theaterszene. Er stiftete unter anderem den ersten Bühnenvorhang des Hauses. Ein knappes Jahrhundert später steht einer seiner Enkel auf der Bühne, Karl Marx Newman. Allerdings ist er kein Künstler, er fördert diese in der Tradition seines Großvaters. Als erste kam Gesine Vorberger in den Genuss dieser Förderung. Den Max-Grünebaum-Preis 1997 erhält sie, so war es in der Laudatio zu hören, die der Intendant des Staatstheaters Christoph Schroth hielt, ob ihrer künstlerischen Vielfalt. Diese bewies sie nicht nur in Figaros Hochzeit als Susanna, im Freischütz als Entchen oder in der Sonnabendpremiere des Fidelio, in der sie die naive Marceline sang. Neben einer kleinen Plastik gingen 10.000 D-Mark an die Preisträgerin, die vor anderthalb Wochen per Brief über diese Auszeichnung informiert wurde. Ich bin so überrascht. Ich freue mich natürlich sehr darüber. Das ist für mich eine sehr große Ehre. Und ich habe vorhin nicht die richtigen Worte gefunden, aber ich wollte mich eigentlich auch noch sehr herzlich bei meinem Operndirektor bedanken, der eigentlich immer großes Vertrauen in mich gesetzt hat. Und er hat einen großen Anteil an meiner Arbeit. Damit stellt das Musiktheater des Staatstheaters die erste Preisträgerin in der Geschichte der Max-Grünebaum-Stiftung. Das Schauspiel zog nach. Max-Grünebaum-Preis 1997 an Oliver Besler. Einmal fiel er durch an der Schauspielschule Ernst Busch, dann bestand er. 1989 beendete er sein Studium und ging zuerst nach Schwerin an das dortige Theater. 1993 stand er mit schwarzer Maske als Othello das erste Mal auf den Brettern des Staatstheaters in Cottbus. Seitdem, so Schroth in der Laudatio, hat Oliver Besler mit außergewöhnlichen schauspielerischen Leistungen das künstlerische Niveau vieler Schauspielinszenierungen geprägt, so auch beim Saisonauftakt in der Olsenbande als Kjeld. Ein Preis, der immer auch in Bezug zur Geschichte dieser Stadt und dieses Landes steht. Und damit verbunden ist natürlich auch eine sehr große Herausforderung, nicht, aber auch eine Bestätigung für die Arbeit, die wir hier gemacht haben, zusammen. Denn der Preis trifft ja zwar jetzt in dem Fall mich, aber ich bin natürlich auch immer nur so viel gut, so viel wert, wie alle um mich herum sozusagen mitarbeiten. Das ist eigentlich unser Preis. Was werden Sie mit den 10.000 Mark machen? Das muss ich erstmal mit meiner Frau besprechen. Wir erwarten ein Kind und ich denke mal, also das Kleine wird ziemlich viel davon bekommen. Alle guten Dinge sind 3, auch bei dieser Preisverleihung. Der Förderpreis für junge Laienkünstler ging an die Theaterliga Cottbus, die in diesem Jahr sehr erfolgreich Leons und Lena aufführte. Ja, ich bedanke mich im Namen der Theaterliga für den Förderpreis der Bayerischen Vereinsbank. Wir freuen uns natürlich alle sehr, dass
über die Entscheidung der Max-Grünebaum-Stiftung und sind natürlich alle sehr stolz auf diese Auszeichnung. Ehrlich gesagt haben wir nie gedacht, dass wir mal einen solchen Preis kriegen würden, zumindest nicht so schnell. Max Grünebaum wäre sicher stolz auf seine Enkel gewesen, die in seinem Sinne die Cottbuser Kulturszene fördern. Hoffentlich noch sehr lange. Und diese Hoffnung hat sich, wie vorhin gesehen, definitiv erfüllt. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Max-Grünebaum-Stiftung hat die BTU Cottbus-Senftenberg einen Film rund um die etwa 150-jährige Geschichte der Cottbuser Familie Grünebaum produziert. Für alle, die jetzt gern wissen möchten, wer war Max Grünebaum eigentlich und was bedeutet er für die Stadt Cottbus, für die folgt dieser Jubiläumsfilm gleich im Anschluss. Und tatsächlich verrät der Preisträger von 1997, Oliver Bessler, in diesem Film auch, was er mit dem Preisgeld angestellt hat. Den Spielbericht der Lausitzer Füchse haben wir deshalb erst morgen für euch im Programm. Also einschalten lohnt sich. Ich verabschiede mich erstmal und wünsche euch einen schönen Montagabend. Cottbus um die Jahrhundertwende. Günstige Bedingungen für den Flachsanbau haben dafür gesorgt, dass sich in Cottbus viele Webereien ansiedelten. 1870 blüht die Tuchmacherindustrie in der Stadt. Es werden viele Arbeitskräfte benötigt. Und so zieht es auch den jungen Max Grünebaum 1872 nach Cottbus. Er arbeitet zunächst als Webmeister in der Fabrik Heinrich Jäger. Doch schon bald wächst in ihm der Wunsch, eine eigene Tuchfabrik zu betreiben. Im Sommer 1876 ist es soweit. Max Grünebaum gründet gemeinsam mit Julius Kaufmann die Tuchfabrik Grünebaum und Kaufmann. Anfangs produzieren sie in angemieteten Räumen mit 20 Webstühlen. Die Fabrik wird schnell zu einem Erfolg. Und so erwerben Grünebaum und Kaufmann eigene Fabrikgrundstücke in der Cottbuser Parzellenstraße. Sie produzieren als erste in Cottbus die vor allem aus England bekannten Kammgarnstoffe und gehören schon bald zu den führenden Produzenten dieser hochwertigen Textilien. Max Grünebaum und seine Frau Caroline gelangen so zu Wohlstand und leben in einer an die Fabrik angrenzenden Villa. Hier kommen die beiden Töchter Carla und Alice zur Welt. In dieser Zeit zeigt sich auch das große soziale Engagement des Paares. Mein Urgroßvater, Max Grünebaum, war Unternehmer und hat seine Fabrik aufgebaut und seine Firma aufgebaut und hat dabei auch sehr gut leben können. Aber es ist sehr interessant, wenn man sein Leben heute anschaut, zu sehen, dass er war eigentlich nicht zufrieden mit einem Leben, mit einem egoistischen Leben. Er hat sehr viel für die Gemeinschaft, für Cottbus gemacht. Mit seiner Frau, Carolina, haben die die Parks, die Grünanlagen in der Stadt aufgebaut, ausgebaut. Und sie haben auch in der Fabrik selber für die Arbeiter ein System von Krankenversicherung eingeführt. Damals, es war die Zeit für die ersten Jahre der Krankenversicherung. 1892 verlässt Julius Kaufmann die Firma im freundschaftlichen Einvernehmen. Max Grünebaum wird Alleininhaber der Firma, behält aber den Namen Grünebaum und Kaufmann bei. Als begeisterter Theatergänger und Mitglied des Theatervereins engagiert sich Max Grünebaum sehr für den Theaterneubau. Er stiftet den ersten Bühnenvorhang, den er in seiner Fabrik anfertigen lässt. Das 1908 eröffnete Haus ist eines der schönsten Jugendstiltheater in Europa und ist heute noch ein Juwel der Stadt Cottbus. In dieser Zeit wird Max Grünebaum zum Ehrenbürger der Stadt und zum Kommerzienrat ernannt. 1920 wird ein ereignisreiches Jahr für die Grünebaums. Er nimmt seinen Prokuristen Max Frank und dessen Sohn Ernst als Teilhaber in seiner Firma auf. Grünebaums Tochter Carla und Ernst Frank heiraten. Das Paar bekommt 3 Kinder, die Zwillinge Ellen und Marion sowie Sohn Günther.
1925 stirbt Max Grünebaum nach kurzer, schwerer Krankheit. Die Beileidsbekundungen in den Zeitungen zeigen, wie hoch angesehen Max Grünebaum in Cottbus war. Ernst Frank hat die Firma inzwischen übernommen und führt sie erfolgreich weiter, bis die Nationalsozialisten an die Macht kommen und das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte beginnt. Ernst Frank war mein Großvater. Er ist derjenige, der in 1938 im November in Haft genommen wurde, gerade während der Kristallnacht. Und dann 10 Tage später wieder freigelassen wurde. Und er war derjenige, der auch Briefe geschrieben hat im Oktober 1938 in Verzweiflung an seinen Kontakte in ganz Europa, wo er schrieb, hätten sie uns rauszukommen. Und er konnte nur rauskommen, wenn man ihm einen Job anbieten würde. Ein englischer Unternehmer gibt ihnen schließlich einen Arbeitsvertrag. Und so können Ernst und Carla Frank 1939 endlich ausreisen. Sie müssen schriftlich bestätigen, dass sie nie wieder nach Deutschland zurückkehren werden. Und damals hat er eine Rede gehalten für die Arbeiter in der Fabrik. Und ich kann das nicht wortwörtlich zitieren, aber das lohnt sich, sich anzuschauen, weil er sagte, ich hoffe, dass sie für den neuen Besitzer gut arbeiten, dass sie fleißig sind, dass diese Fabrik weiter gedeiht und weiter arbeitet. Und ich hoffe auch, dass sie in dem moralischen Geist noch arbeiten, dass sie auch tugendhaft und aufrecht arbeiten. Und das für mich ist eine erschütternde Rede zu lesen, weil eben gerade in dem schwierigsten Tage seines Lebens, wo er alles verloren hat, wo er in großer Gefahr war, sagt er, bleiben Sie aufrichtig, bleiben Sie gute Menschen. Max Grünebaums zweite Tochter Alice war ebenfalls nach England geflohen. Sie ist mit dem Berliner Richter Karl Neumann verheiratet. Aus dem Familiennamen Neumann wird später in England Newman. Beide Familien, Frank und Newman, bauen sich in England eine neue Existenz auf. Die Zeit in Cottbus thematisieren sie so gut wie nie. Wir haben ja nach der Wende gleich ein Amt für Rückführung oder Rückgabe gegründet. Und als dieses Gesetz für die Rückgabe dann beschlossen wurde im Bundestag und überall, dann haben wir ja alles sensibel nachgesehen. Und ich habe es zu meinen Mitarbeitern gesagt, es darf kein neues Unrecht entstehen. Lieber dreimal hingucken und recherchieren, damit alle wieder zu ihrem Recht kommen. Genau in dieser Zeit kommt auch der Richter Helmut Branal nach Cottbus, um die Gerichtsbarkeit der ehemaligen DDR an die der Bundesrepublik anzugleichen. Auf der Suche nach einem Gebäude für das Amtsgericht stößt er auf ein Haus in der Cottbusser Parzellenstraße. Ja, wir hatten ja eine ganze Reihe von Bauarbeiten zu machen. Und in diesem Rahmen war es notwendig, ein Grundstück jetzt anzumieten. Ich stellte also fest, dass hier ein Grundstück angeboten wurde. Eine ehemalige Villa. Ich bin dann von dem Rechtsanwalt Köhler angerufen worden aus Köln. Der sagt, ich vertrete hier die Erben des Max Grünebaum. Und dessen Villa haben wir also zu vermieten.
Es war ja damals auch gerade in Gang gebracht worden, dass die DDR, die hatte ja keine Entschädigung an die Juden geleistet. Es war da erstmals möglich, dass die ehemaligen jüdischen Einwohner von Cottbus die Gelegenheit hatten, Entschädigung zu verlangen. Und ich habe mich dann also etwas darum gekümmert, weil es ja auch ein Stück Stadtgeschichte war. Helmut Branal bekommt so Kontakt zu Carl Newman, einem Enkel Max Grünebaums, der in England als Hochjurist für die britische Regierung arbeitet. Als Sprecher stellte sich dann also heraus, dass Carl Newman für die Erben der Gesprächspartner war. Und über Rechtsanwalt Köhler haben wir dann die ersten Verhandlungen geführt. Aus einer ersten Entschädigungssumme für die Villa stellt die Familie der Stadt 300.000 D-Mark zur Verfügung. Erst ist dieser Betrag als einmalige Schenkung im Gespräch. Doch vor dem Hintergrund des großen sozialen Engagements Max Grünebaums entsteht schon bald die Idee, etwas Bleibendes zu schaffen. Wir haben dann sofort an eine Stiftung gedacht. Wir kamen also in ein Gespräch hinein. Carl Newman nimmt die Idee, eine Stiftung zu gründen, mit nach England und bespricht sie mit den Erben. Dazu gehören Ellen Gumbel, Marion Frank sowie Carl Newmans Schwester Ursula Hume. Die Nachfahren der vier Enkel Max Grünebaums erinnern sich, wie die Idee innerhalb der Familie besprochen wurde. When we look at the roles of the four grandchildren and what they played in establishing the foundation, my aunt Ursula was very sentimental. Her happiest times were always, she referred to Cottbus. Also meine Mutter und Tante Marion waren mehr zurückhaltend. Sie sind auch nicht mehr nach Cottbus gekommen. Ursula hatte eine gewisse Nostalgie. Sie ist in Cottbus geboren und sie fühlte sich hier sehr wohl. So for her, establishing the foundation was doing something for the town that she had enjoyed and that she felt that she belonged to. She was probably more connected with Cottbus than anywhere else from her young life. For my father's career was based entirely in the law, and he was an eminent European lawyer. And his views were looking forward, always. And so when the opportunity arose to create a foundation, he was the driving force behind it. Carl Newman war auf jeden Fall eine treibende Kraft von dieser Stiftung. Er hat dann die Stiftungssätze ausgearbeitet mit Herrn Branal. Er hat die ganzen Verhandlungen gemacht. Und natürlich hat er eine Spitzenrolle gespielt. Das ist ganz klar. Es wurde auch viel unter die vier in England gesprochen. Er hat die Wünsche der vier Stifter vertreten. Und es gab eine große Diskussion, was tut man? Was tut man? Ist es eine gute Idee? Und sofort haben alle gesagt, ja, tolle Idee, machen wir es. And so his skill and his diplomacy was being able to bring these two things together that then were the bedrock for what the foundation could be. Und jetzt war also nur die Frage, wohin geht diese Stiftung und wen schließt sie unbedingt ein? Und das ging ja zuerst nur ums Theater. Und seine Bedingungen waren ja, junge Theaterleute fördern, dass Kunst, was sein Großvater schon immer gestiftet hat und hat ja sehr viel fürs Theater getan, das sollte fortgesetzt werden. Nachdem alle juristischen Hürden überwunden sind, wird am 20. Mai 1997 die Max-Grünebaum-Stiftung errichtet. Kurz darauf findet im Staatstheater Cottbus die erste Preisverleihung statt. Zwei Jahre später ist auch der gesamte Entschädigungsprozess für das Vermögen der Familie Grünebaum abgeschlossen. Wieder entschließen sich die Erben, eine hohe Summe in die Stiftung zu geben. Und als ich die Summen gehört habe, die sie hier stiften wollen, war ich etwas bedrückt, verschämt, aber innerlich unheimlich begeistert. Weil das war ja eine Riesensumme. Das waren ja damals über 2 Millionen D-Mark. Also da kann man schon was machen. But
But they were a cultured family. They loved music, they loved art, they loved theater, they loved opera. And so that aspect is very important in terms of why the awards were presented. And then, as I say, because they were intellectuals as well, the other side of the prizes are about fostering learning and exchange of ideas. Kam natürlich noch die Stiftung für die Universität dazu, der technische Teil aus diesem ganzen Bereich. Denn die Technik spielte bei Grünebaum und Kaufmann immer eine ganz große Rolle. And so it may not be specifically technical as such, but the intellectual framework is important. And from that then becomes obviously the interest, whether it's architecture or engineering or now technology. These are very important parts. They are interlocking aspects of family interests. Ich habe ja viele Jahre im Kuratorium da einen Vorsitz mitgemacht und habe darauf geachtet, dass der Stiftergedanke für das Theater und auch für die Universität junge Leute großartige wissenschaftliche oder kulturelle Leistungen zu würdigen, dass wir das durchführen und einen vernünftigen Preis haben. 5.000 Euro, das ist schon ein ordentlicher Preis. Also das Gefühl bei der Entgegennahme des Preises war erstmal stolz, aber man ist in dem Moment eben aufgeregt und ein bisschen auch überfordert. Ich glaube, ich habe versucht, nicht zu heulen. weil das hat mich schon sehr berührt. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich damals, glaube ich, etwas sprachlos gewesen bin, als ich den Preis entgegengenommen habe. Das ist mir heute vielleicht noch ein bisschen peinlich. It is a big theater and there was many people in the audience, so it was a bit scary also. I'm not used to perform. Well, I tried my best to give my speech in German, so I hope I did a good job with that, because it was an additional stressful and scary part, but I really enjoyed. Und wenn man so einen Preis kriegt, also in seiner Jugend und im Anfang, dann hast du das Gefühl auf eine Art, es ist eine Form von Anerkennung, die dich ermutigt, also die mich auch sehr ermutigt hat. Und gedacht, okay, ich mache da jetzt mal weiter. So falsch kann es nicht sein. Mich im Prinzip auch darin bestärkt, den Weg weiterzugehen, den ich dort schon eingeschlagen hatte. Hat sich nämlich schon angedeutet, dass ich also dann auch in der wissenschaftlichen Richtung weiterarbeiten werde und dann meine Promotion dort beginne. Und mit so einem Preis im Rücken ist das also dann nochmal ein kleiner Kick gewesen, der einen dann gezeigt hat, das ist der richtige Weg, den man dort beschreitet. Das Preisgeld waren damals 10.000 D-Mark. Das war für mich eine unvorstellbar hohe Summe. Und als ich das so begriffen habe, also das ist jetzt echt und so, und wir waren mit dem Kind schwanger und wir hatten auch so viele praktische Sorgen. Also man muss ein Kinderzimmer einrichten, dann hatten wir auch keine Küche. Wir hatten da nur so altes, zusammengewürfeltes Zeug. Mit anderen Worten, also der Max-Grünebaum-Preis existiert materiell noch, weil diese Küche existiert immer noch. Die hat alle unsere Umzüge mitgemacht. Also wir hatten einen Ort, wo wir kochen konnten, wo wir zusammensitzen konnten, wo wir das Leben sozusagen gemeinsam erleben konnten. It was a great moment for me to receive such a prestigious prize, because it was exactly at the end of my well, PhDs are still US students. It was at the end of my student period, the beginning of my scientific career. Clearly receiving such a prize helped me in my career. After my PhD, I was looking for continuing my research career, and such a prize in your CV helps to find new positions, and other universities are looking for awards and that are confirming your establishment as a researcher. Das, was an schönen Gefühlen, an Stolz und auch an Berührung kam, das kam dann so am Rande durch die Gespräche und dann eben auch hinterher, wenn man sich erst bewusst wird, was das für eine große Ehre bedeutet, diesen Preis zu bekommen. Also ich finde, in diesen Zeiten eine Stiftung zu gründen, sowas von zukunftsweisend schon.
Also das gleich so lange über die Zukunft schon auszurichten, einfach das auf sichere Beine zu stellen, dass es egal, was rechts und links passiert, hier immer so weitergeht und wirklich Jugend gefördert wird unter diesem, mit diesem Filter oder positiven Filter, das ist unglaublich groß. Unglaublich groß. Dass aus der Familie heraus Menschen eine Brücke bauen zu uns und sagen, wir haben Interesse an euch und wir würden euch gerne fördern und würden euch unterstützen. Das hat mich tief berührt vor diesem Hintergrund, dass diese Familie enteignet wurde, dass sie vertrieben wurde und dass die Angehörigen ermordet worden sind von der Generation meiner Großväter. Und der Enkel kriegt einen Preis von den Überlebenden. Da kriege ich halt nur eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass die, das berührt mich richtig, dass die uns die Hand so gegeben haben. Das berührt einen immer noch, ja. Ja, das ist ganz groß, ja. Der erste Besuch nach Cottbus vor 20 Jahren habe ich immer als Begünstigter gefühlt, nicht als Teil einer Stifterfamilie. Das für mich, ich war ganz begeistert, was hier davon gekommen ist. Und darum komme ich noch jedes Jahr. And I think we can't know, we can only conjecture that Max Grunebaum himself would approve of what this is. But I think if we look about it, taking it forward through my parents, then our generation, and hopefully to the next generation, this stops it being some sort of anonymous organization. It makes it personal. It brings personalities and people to it. And in that way, then it's truly, it has humanity about it, but it's real. And I think that's what's so important in terms of what the foundation stands for, what the reason for us coming here every year, and hopefully for the next generation taking it forward, is that there will always be a connection with this town and this community. And it doesn't matter where we go in terms of our lives and where they take us, we're grounded. We all have a reason to come back to who we are. And the Max Grunebaum Foundation for us as a family is about who we are.
Wir hören auf viele Namen, einigen wir uns auf einen. Lausitz TV. Lausitz für die Region, TV, weil wir immer noch keine Zeitung sind und der Punkt, naja, Internet und so. Seit 30 Jahren immer für euch unterwegs. Fernsehen von hier für euch. Lausitz TV. Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Wohnen ist ein individuelles Lebensgefühl und wir bieten Ihnen eine große Auswahl von einzigartigen Möbeln und traumhaften Wohnideen auf unseren riesigen Ausstellungsflächen. Durch Großeinkäufe sind wir in der Lage, Ihnen günstige Preise anzubieten. Unsere Liefer- und Montageteams sorgen für einen termin- und fachgerechten Aufbau Ihrer neuen Möbel. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Fire got you, ain't got you, baby. I don't know what it's like. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie sie. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Beschütze mich. Denn nur gemeinsam können wir das schaffen. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen Corona.de. Neueröffnung bei Küchengeißler, das Lieblingsküchenstudio der Lausitz. Bei uns finden Sie Küchen für jeden Geldbeutel. Ob Landhaus, funktional und effizient oder durchgestylt. Die Beziehung von Mensch und Raum steht immer im Fokus. Ihre Küche ist unsere Mission rund um Familie, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Küchengeißler, wir lieben Küchen. Ihr Küchenexperte aus Groß-Osnick.
Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Winter kommt. Energie ist knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag zählt. Ausbildung zum Anfassen. Du hast noch keinen Plan, wie es nach der Schule weitergeht? Dann komm zur IBOB, der interaktiven Berufs-, Orientierungs- und Ausbildungsbörse. Am 19. November von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle Cottbus. Informiere dich zu allen Themen rund um Praktika, Ausbildung und Studium. Weitere wichtige Informationen und Erklärungen auch unter ibob-cottbus.de. Yeah.